Boah, endlich bin ich da raus, ey. 2 Stunden, Tante Vivi, bringt mich ohne Verstand. Sei mal dankbar, was die alles für dich gemacht hat. Wo kommt denn dieser Nebel her? Der wird ja immer krasser. Ja, langsamer, du siehst doch nichts. Tja, ist echt die Frage, wie schnell ich hier fahren kann. Wie schnell kannst du denn bremsen? Ich sehe nicht mal bis zum Ende des Scheinwerfers. Du bist die Strecke schon 1000 Mal gefahren. Was Tante Vivi für Geschichten erzählt. Mann, oh Mann, hätte ich dir nicht zugetraut. Du musst früher eine echte Granate gewesen sein. Zeit wird sie jetzt sein. Zu alt, spinnst du. Warum hat sie wohl keine Kinder gekriegt? Kann ich nicht doch schneller fahren? Ja, aber 30 ist mal echt langsam. Nur ein paar Minuten bis sie durchschieben. Gleich eine Runde spielen. Muss man jetzt schreiben. Nur eine Partie, dann mach ich es. Glaubst du, das hilft vielleicht? Ah! Was war das? Was war das? Nein. Von der Fahrbahn runter. Was an dir? Runter. Oh Gott. Bist du tot? Wahrscheinlich schwer verletzt. Das darf nicht wahr trauen. Das ist die Realität. Jetzt nachgucken. Hoffentlich. Erste Hilfe. Erste Hilfekasten da? Ja. Warnlichter an. Motor aus? Ja. Fahndreieck oder hast du Opfer suchen? Das ist nicht wirklich gerade passiert. Das ist alles aus. Scheiß Nebel. Wo ist sie? Die muss hier sein. Straße zurückgehen. Nebel. Nichts da. Ich brauche eine Taschenlampe. Zurückgehen? Kein im Auto. Handylampe ist im Auto. Doch zurückgehen? Wie weit soll ich zurückgehen? Nicht. Noch ein Stückchen. Soll ich mich getäuscht haben? Auf keinen Fall, das war echt. Das Geräusch ist hier nicht. Was soll ich machen? Andere Straßenseite? Ich gehe zurück zum Auto. Aufgeben ist keine Option. Muss die Polizei anrufen. Scheiße, warum habe ich nicht gleich die Bullen gerufen? Wer weiß, wo die hingeschleudert werden. Vielleicht gab es ja gar nicht. Weiter. Was werden meine Eltern sagen? Ganz ruhig, es war Pech. Warum setze ich mich ins Auto? Vielleicht das Auto umdrehen und den Scheinwerfer. In jedem Fall Motor an. Das Auto hat ja fast nichts am Einfach weiterfahren. Das geht nicht. Das ist Fahrerflucht. Das Problem hinter mir lassen. Weiß ich, was war schon. Mensch, kann sich irgendwo. Ich fahre einfach mal. Was mache ich? Mach weiter. Das ist ein Fehler. Vielleicht lebt sie noch. Wenn sie mich erwischt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wie kann das dann Fahrerflucht sein? Glaube ich mir das? Nee. Dreh ich jetzt um. Bisher hast du nichts verbrochen. Soll ich der Polizei sagen, dass ich das Unfallopfer nicht finden konnte? Du entfernst dich immer weiter. Ist nicht schon zu spät. Was soll ich denn sagen, warum ich weitergefahren bin? Dann gibst du halt die Fahrerflucht zu. Okay. Halt an und ruf die Polizei. Mach es einfach. Komm zu durch. So, 110 wählen. Klappt nicht. Kein Netz, der Nebel, scheiße. Ich fahr zurück. Dann jetzt bloß die Stelle im Schild. Ohne Netz kann ich nicht die Polizei rufen. Was mache ich ohne Alter suchen? Ohne Netz fällt es nicht auf, dass ich nicht gleich die Polizei gerufen habe. Soll ich die lügen? Egal, jetzt. Hier ist die Stelle. Da im Scheinwerferlicht. Lebt sie noch. Wie sie da liegt. Die ist bestimmt nicht. Eine alte Frau. Okay, Puls fühlen. Ich höre keinen Herzschlag. Sie ist tot. Wenigstens war sie alt. Da, ein Balken empfangen. Ich will es niemandem erzählen. Leo, du machst eine Verbindung, wird schlecht. Bessere. Ein Auto schnell. Ach, ich schwach. Das war's. Tschüss.